Willkommen zum zweiten Part von Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. Hier geht's jetzt weiter mit unserem ersten gespeicherten Spielstand. Und wir können gleich mal hier fortfahren. Tja, im ersten Part hätte ich noch lange weiter erzählen können, aber die 2 GB-Grenze war schon erreicht. Deswegen hatte ich schleunigst abbrechen müssen und zum zweiten Part hier übergehen müssen. Warte mal. War hier? Ja, hier ist sogar noch was. Darf ich gleich mal eine Schatzkiste vergessen? Jetzt wusste ich für einen Moment die Steuerung nicht mehr. Okay, down ist er. Und wir können auch diese Kiste beruhigt öffnen. Wir finden Item-Kommandos lassen dich Items in deinem Vorrat benutzen. Das Deck zeigt an, wie viele von jedem Item von jedem Item pro Kampf benutzen kannst. Okay, pro Kampf. Wenn du keine Exemplare dieses Items mehr hast, kannst du es nicht mehr verwenden, ist klar. Aber die werden wahrscheinlich trotzdem ausgehen und nicht wieder neu. Wow. Warte mal, ist da hinten irgendwas? Machen wir mal so. Und? Ah, geht nicht. Dann probiere ich noch hier rauf. Ja, Kameraführung war jetzt nicht perfekt. Jetzt aber. Nein, geht nicht rüber. Okay. Dann können wir hier. Warte mal. Kann ich das zerstören? Das schaut so kaputt aus. Nein, kann ich nicht. Aber ich habe noch den Schwertfall. Probiere ich nochmal aufladen. Und nix. Okay. Gut. Dann geht's also hier weiter. Nein, das Ding kriege ich nicht auf. Dann hier weiter. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr viele Tutorials zum Einstieg dieses Spiels. Das hat man schon gemerkt. Und wenn ich jetzt im Hauptmenü hier. Okay, da kommt gleich was Neues. Das Kommando-Deck. Du musst Kommandos im Deck anlegen. Wähle dazu Deck bearbeiten im Hauptmenü. Im Kampf kannst du rasch zu diesem Schnellkommando. Ah, mit links. Okay. Das ist ja mal cool. Deck bearbeiten. Ach du Scheiße, da sind so viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe genau keine Ahnung. Vorschau, Werte der Gruppe. Okay. Gruppe ändern. Ah, da kann ich die Dream Eaters ändern. Ja, ich werde mich aber jetzt nicht damit mit den ganzen Sachen beschäftigen, sonst hänge ich dann noch eine Stunde herum und wir können gleich eine Lesestunde, Lesegruppe gründen. Weitere Dream Eaters. Diesmal nicht das. Okay, kann ich mich irgendwie umschauen? Ja, mit der Kamera. LR. So, und. Weg mit euch. Hey, der hat sogar überlebt. Aber nur knapp. War's das? Oder ist noch irgendwo einer? Das war's. Okay. Also gut, aber bevor es hier mal weitergeht, möchte ich trotzdem. Und schon wieder das nächste. Wir werden vom einen Event ins nächste geschleudert. Dann schließen wir das halt noch schnell ab. Und weg mit dir.
Schöne Vielfalt. Das Vieh habe ich noch nicht gesehen. Wo ist der letzte? Okay, ist keiner mehr da. Gut. Dann möchte ich als kleines Special noch etwas zeigen vom Part 1. Und zwar ist da nicht alles rund gelaufen bei der ersten Annahme. Wie ihr bereits wisst, aber... Hey, Schatzkiste. Aber da hat es noch ganz was anderes gegeben, ganz andere Probleme. Und die möchte ich euch mal kurz zeigen. Genießt es. Okay. Springen unter Y drücken in der Luft kann ich auch, um mich fortzubewegen. Aber wir befinden uns dann nicht im freien Fluss. Erst hier. Man soll halt dann so bald wie möglich wieder zu einem Gegenstand hüpfen, zu einer Mauer. Um wieder... Okay, wir stehen jetzt auf der Laterne und können uns nicht mehr bewegen. Geh, nein, ich will nicht jetzt schon einen Bug haben. Oh Mann. Komm schon. Verdammt, ich komme nicht mehr weg. Oh Mann, ich wollte den Part extra lang machen und jetzt hänge ich hier. Ich kann nicht mehr weiterspielen. Oh, das ist jetzt nicht fair. Ich komme nicht mehr raus. Keine Chance. Nein. Ich kann drücken, was ich will. Ich komme da nicht mehr raus. Ja, Potion brauche ich nicht. Nein, Potion brauche ich nicht. Nein, ich komme nicht runter. Gut. Dann gehen wir mal ins Menü rein. Da gibt es sehr, sehr viel. So, weiter geht's hier. Tja, ganz schön krasses Zeug. Also mit dem habe ich nicht gerechnet. Aber deswegen habe ich nicht die Aufnahme neu begonnen von Part 1, sondern weil die Touchscreen-Aufnahme im Arsch war. Und die ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig in dem Spiel. Okay, da komme ich auch gleich weiter. Also habe ich mich entschlossen, alles neu zu machen. Nein, Potion will ich nicht. Ich will das, genau. Und... Wow, der hat's runtergehauen. Oh, das sind ja ganz andere Typen irgendwie. Einfach aus der Luft alles niedermetzeln. So, das dürfte es gewesen sein. Eine weitere Schatzkiste für uns. High Potion. Okay. Finden wir sonst noch etwas hier? Das schaut wieder so zerbrechlich aus, als ob man da durchkommt. Kommt man aber nicht. Ansonsten. Diese Symbole sind die umsonst. Ja, sieht so aus. Gut, kurz die Gegend erkunden. Haben wir hier noch etwas? Hier können wir nicht rein. Da kamen wir her. Das müsste es gewesen sein eigentlich hier. Nur wo geht's weiter? Hier rein? Nein. Habe ich hier probiert? Nein, geht auch nicht runter. Ah, eine weitere Schatzkiste hier. Konfetti-Bonus, was auch immer das ist. Ich hätte mir vielleicht die Beschreibung durchlesen müssen von dem Spiel. Das wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Nein, da geht's nicht rauf. Okay, schon langsam werde ich das ja auch gewohnt. Und es muss hier weitergehen. Jawohl, hier sind auch Dream Eaters. Also werde ich nicht allzu falsch sein. Oh nein, ich wurde getroffen. Und weg.
Okay, alles schön überlebt. Hier muss es weitergehen, jawohl. Hier kommen wir in den nächsten Bereich. Was wird uns erwarten? Eine Cutscene. I brought you Sora. We had a bargain. What's the matter, Neku? Hä? Oh, das schaut nicht gut aus. No way! Hey, that wasn't the deal. You said you wouldn't hurt him. Don't, Neku! They're too dangerous! Hm. Ach du Scheiße. Why am I so... Okay, wir kommen mit Rico rein ins Geschehen. Sammle bis zum Ziel 300 Punkte. Diese Sterne wieder. Naja, der Übergang war schon sehr, sehr hart. Also wir wissen jetzt gar nichts. Wir sind direkt mit Rico an der Reihe. Tja, den Modus kennen wir schon. Ah, ich hätte die Sterne nehmen müssen. Okay, Spezialattacke. Der Ring ist bereits offen. Oh, das war nicht gut. Ich glaube, das hätte ich besser lassen sollen. Ob ich hier den A-Rank bekommen werde, ich weiß nicht. Ich habe so ein gewisses Gefühl, dass es nicht reichen wird. Aber da vorne ist schon der Ring. Ja, wir sind wieder unter einer Minute, aber ich glaube fast nicht, dass das A-Rank sein wird, oder? Komm schon, nein, ist es nicht. Puh, also da muss ich noch mal schneller sein. Und? Rico ist auch hier. Am I in Traverse Town? Ja, bist du. My clothes have changed. Sora! Where are you? Eine Runde schlafen ist, ja. I remember we fell overboard after Ursula attacked. And then I think we opened a keyhole. So, this must be one of the sleeping worlds. My keyblade. It just sort of popped into my hand when I needed it most. Right. It started. Wow! Where's your portal? Huh? It takes something special to jump between grounds without one. Who are you? My name is Joshua. What do you mean, portal? Are we just skipping past the part where you tell me your name? Riku. Hello there, Riku. Portals are like gateways that link up our worlds. Apparently, the world you and I are standing in right now, well, there are two copies of it. It's been sort of split in half. Portals are what let folks like us cross between them. There can be two of a world? The world is as many things as people need it to be. The concept that we all live in the same world, that's just in our heads. Surely you knew. I'll tell you what, Riku. I've got a little errand for you. Sorry. I don't trust you. Aw, at least hear me out. I'm looking for a girl named Rhyme. She's the key to the portal. And on the other side, who knows who we'll find? Maybe even your friend, Sora. You know Sora? Now I have your attention. But... unfortunately, I don't know where he is. If he's not in this version of the world, I can only assume he has to be in the other one. Simple logic. Okay. You want to find Rhyme? You got it. Let's go. Gut, wir haben einen neuen Auftrag und ein bisschen was erfahren über den Hintergrund. Und wir sind auch hier mit Rico in Traverse Town.
die Stadt Traverse. Linkportale freigeschaltet. Okay, jetzt bin ich gespannt, was ist das Schwierigkeitsgrad? Betritt ein Linkportal, um gegen Geister aus anderen Welten anzutreten oder dich mit ihnen zu verbinden. Um zu beginnen, berühre ein Portal auf dem Touchscreen. Zum RAM ran, um es zu sehen. Jedes Portal hat einen Schwierigkeitsgrad, also mute dir nicht zu viel zu. Gut. Tja, also wie ihr jetzt wahrscheinlich auch wisst, dass die ganze Cutscene eben mit der Meisterprüfung, das war vor Ursula, eben die Rückblende, und Ursula soll anscheinend dieser Test sein, aber dann sind wir hier in diese Traumwelten reingeraten. Ob das geplant war von unserem Master, keine Ahnung. Aber wir werden es vielleicht irgendwann schon mal rausfinden. Na, oh, hier geht's auch auf. Und wir haben direkt gleich. Oh, okay. Riku kann ein bisschen was anderes. Oh. Schlaf? Okay. Also dann gute Nacht. Haben wir noch einen Dream Eater? Nein. Wir haben nichts mehr. Was ist das Schlüsselsymbol auf der Karte? Hier muss ich das abschießen. Nein. Berühren kann ich es auch nicht. Holen wir uns noch schnell einen Stift, wenn ich ihn finde. Ah, hier ist er. Okay. Geht auch nicht. Gut. Dann heißt das wohl, wir müssen weiter suchen. Ja. Oh nee. Aber die Rutsche dafür ist aktiv. Kann ich hier auch schon. Jawohl. Kann ich. Freier Flussmodus auch für Riku von vornherein schon verfügbar. Und das gibt uns den Schocksturz. Eine sehr, sehr effektive Attacke gegen eine Gruppe von Gegnern. Was könnte ich jetzt tun? Was ist das? Ich meine, da muss ich ja irgendwas machen, oder? Das Schaf. Aufheizen kann ich es auch nicht. Gut. Aber es sieht hier komplett anders aus. Okay, das war der Start. Gehen wir hier nochmal entlang. Da haben wir nichts, wie es aussieht. Aber eine Schatzkiste. Und da ist ein Feuersymbol auf der Tür. Super. Ändert aber nichts dran, wenn ich da Feuer entgegenschleudere. Da ist nichts. Und wieder ein weiterer Schockstoß. Einmal in Schlaf versetzen. Feuer drauf. Oh, der hat mich erwischt. Wo ist mein... Jawohl, hier. Mein Rutschskill. Und du kommst auch ins Land der Träume. Okay, mehr dürfte hier gar nicht sein. Die eine Schatzkiste haben wir. Ja, hier ist auch nicht mehr. Hier auch der Mond. Warte. Hier oben noch was? Jawohl! Eine weitere Schatzkiste. Und wir finden Eistraumhüte. Aha. Was ist in diesem Raum hier drin? Okay, schönes Detail. Warte mal. Hey, hier ist doch. Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Linkportal, genau. Okay. Dann öffnen wir das mal. Nur. Aha. Ja, aber was kann ich jetzt tun? Was ist das da? Oh!
Okay. Also Rico ist jetzt um einiges stärker und die drei verwenden ihre Linkpunkte. Das sieht man an der Anzeige, die geht jetzt runter. Joshua, why don't they ever attack you? They being Dream Eaters? They won't go after you unless you're a dreamer. Which is funny, because I've got plenty of dreams. But they're definitely attacking me. So, you think I'm a dreamer? Every human being is a dreamer. I had a friend once, who said he never dreamed of anything. But it turned out that his were the most powerful dreams of all. You sort of remind me of him. Why don't we give your dreams shape? In this world, they take form as dream eaters, which can become great allies. Okay, wir haben ein Rezept bekommen. Und dann können wir damit anscheinend einen Dream Eater erstellen. Frage ist nur, sind die Linkpunkte jetzt weg? Ja oder nein? Ja, dürften weg sein, verdammt. Schade. Versuche einen neuen Dream Eater zu erstellen. Machen wir doch glatt. Wir gehen ins Menü. Geist kreieren. Hey, warte mal. Ja doch. Den können wir nicht. Aber diesen hier. Diesen nächtlichen Nervensägen haben ganz schön was auf Lager. Überall. Überschall und Wirrschall. Aber sicher. Vampirisches Absorbieren. Wunderbar. Wunderbar mit V. Cool. Wunderbar. Hier kann ich sogar mehr reinschmeißen. Dann wäre er sogar schon Stufe 5. Ich werde trotzdem das Minimalste nehmen. Katalysator High Potion. Was gibt das? Hab hier um 10 verbessert. Okay, lass ich. Fangen wir so mal an. Am Anfang die Dream Eaters werden sicher schwach sein. Da behalte ich mir besser die Materialien. Frage ist, ob es verschiedene gibt. Yeah! Gib deinem Geist einen Namen. Bestimmt hast du. Ja, geht sich aus, unsere Flattermaus. I got you now, Joshua! Once I take you down, yo, me and Rhymes is going back where we belong. Feet. How many times do we have to go over this? You've been tricked by that rogue in the black coat. What? Black coats? But that's... I'm telling you, you made a friend of our enemy. Just can it, right? Your inverse psychiatry ain't gonna work. Funzt bei mir nicht. Let's go, Dream Eaters! Oh, den süßen Teddybär. Man, not cool. Unsere Flattermaus wird den schon erledigen. Links mit Geistern. Jetzt anzeigen. Yeah. Sora und Riku können beide einen Link zu Geistern aufbauen, aber beide wissen von dem Typen mit dem schwarzen Mantel. Ich weiß davon gar nichts. Fülle die gesamte Link-Anzeige des Geistes, dann leitet ihr kurzzeitig seine Macht. Sora setzt Link-Angriffe ein, um mit seinen Geistern zusammenarbeiten. Riku ändert Link-Stille, um seine Geister zu absorbieren und seine Kombos aufzuladen. Okay. Die Link-Anzeige füllt sich, wenn der Angriff eines Geistes den Gegner trifft. Berühre für einen Link das Geistersymbol oder halte L plus R und drücke X, B oder Y. Ah, das war das Link-Symbol, was ich da angetippt habe. Geist-Link berühren.
Ach so, ich kann entweder Doppellink oder Einfachlink wählen. Entweder das Symbol, das ist Doppellink, oder den Geist, dann Einfachlink. Mit beiden Geistern zusammen kannst du einen mächtigen Doppellink ausführen. Baue einen Link zu deinen Geistern auf, um deinen Gegner zu besiegen. Okay, der ist eh schon fast voll. Und jetzt muss ich L und R halten. Na, komm schon, geht das nicht? Anscheinend nicht. Dann tippe ich auf das Symbol. Ah, okay. Also ich erhalte dann anscheinend einen besonderen Skill. Wow, der haut ja mal richtig rein, der fetzt alles nieder. Doppellinks sind viel mächtiger als Links mit einem einzelnen Geist. Sammle so viele Geister wie möglich. Man weiß nie, welche neuen Tricks dadurch freigeschaltet werden. Um einen Doppellink auszuführen, berühre das Geistersymbol auf dem Touchscreen. Kannst auch gleichzeitig L, R gedrückt halten und A drücken. Ach so, ich habe vergessen, die A, B oder die andere Taste zu drücken. Natürlich sind Doppellinks mächtiger als Links mit einem einzelnen Geist. Sammle so viele Geister wie möglich, um dadurch neue Tricks freizuschalten. Tutorial Links mit Geistern abgeschlossen. Okay. Ja, wir sind auch schon wieder eigentlich längst am Ende. You know what? Forget it. This is stale, yo. Playing the tough guy 24/7? I'd be worn out too. I just want to protect the one person who matters. Sora. I know the feeling. Oh yeah. Was passiert jetzt? Why am I suddenly so sleepy? Keyblade War. Rückblende Keyblade War jetzt ansehen. Jetzt bin ich gespannt. Was wird uns gezeigt? Long ago, in the age of fairy tales, the world was filled with light. A gift many believed from an unseen power known as Kingdom Hearts. You see, Kingdom Hearts was protected by its counterpart, the Keyblade. So that none could ever lay hands on its mysteries. But in time, the world was overrun by legions who wanted the light all for themselves, and the first shadows were cast upon the land. These warriors crafted keyblades in the image of the original Keyblade, and waged a great war over Kingdom Hearts. We call this the Keyblade War. But though the war extinguished all light from the world, the darkness could not reach the brightness inside every child's heart. With that light, the world was remade as we know it today, with countless smaller worlds shining like stars in the sky. As for the real Keyblade, it did not survive the battle. Whoa. The two elements that created it, one of darkness and one of light, shattered into 20 pieces. 7 of light, 13 of darkness. And as for the source of all light, the one true Kingdom Hearts, it was swallowed by the darkness, never to be seen again. As long as it remains there, even the brightest world will have its dark corners. After all, light begets darkness, and darkness is drawn to light. For this reason, some decided to use the Keyblade, a weapon designed to conquer the light, to defend the light instead. These were the first heroes of the Keyblade. Okay. Interessant, also 7 Teile des Lichts und 13 der Dunkelheit. Ich bin gespannt, ob wir die sammeln müssen, um Kingdom Hearts zu retten oder wiederherzustellen. Was auch immer. Hey, wir sind wieder bei Sora. Where is he? Er ist fort. They're both gone. Before I fell asleep, Neku said that he and that creep in the coat had a deal. But what was the deal?
Are the two of them in league? That can't be right. We never even found Neku's partner. I guess I should just take a look around. Hier steuerst du abwechselnd Sora und Riku, um die Geschichte voranzutreiben. Charaktersturz. Hier berühren, um zu stürzen. Um von einem Charakter zum anderen zu stürzen. Berühre einfach den Sturzknopf im Pausemenü oder Hauptmenü. Die Sturzanzeige nimmt stetig ab, während du die Gegend erkundest. Sturztempo. Schlaf und andere Zustandsveränderungen bewirken eine schnellere Entleerung deiner Sturzanzeige. Okay, interessant. Ist die Anzeige leer, beginnt eine Bonuszeit, in der Sturzpunkte öfter auftauchen. Sturzpunkte? Wenn die Bonuszeit vorbei ist, stürzt du in den nächsten Charakter. Aha. Vielleicht, dass man dort stürzen kann automatisch? Keine Ahnung. Okay, untersuche diese Gegend. Und das machen wir dann im nächsten Part von Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. Tja, in diesem Part ist es auch noch, ja... Einerseits ein bisschen langweilig ist es noch, die ganzen Tutorials, die ganzen Einführungen. Aber das Tolle ist, wir bekommen einige Cutscenes. Das gleicht das wieder aus, nur wir werden mit Wissen überschüttet. Ich werde vielleicht sogar mal offscreen die ganzen Menüs hier durchschauen, damit ich mal ein Spiel reinfinde, wenn ich mir denke, bei den Tutorials vorher mit der Linkanzeige durchgelesen und gleich wieder vergessen, was zu tun ist, und vom letzten Tutorial weiß ich wahrscheinlich gar nichts mehr. Also ich brauche ein bisschen Zeit, um mich da zurechtzufinden, reinzufinden in das Spiel, aber es ist einfach nur toll. Ich weiß nicht, ich bin noch ein bisschen verwirrt über die Story, aber wir wissen bisher. Also, wir haben einerseits unseren Meister, der meinte, wir sollen die Prüfung bestehen und alles über die Keyblades vergessen. Das war wahrscheinlich Ursula. Dann haben wir so ein Keyhole aktiviert und sind in so eine schlafende Welt in Travis Town gelandet. Und hier haben wir zwei verschiedene Welten. In eine Sora gegangen, in eine Riku. Und jetzt versuchen wir anscheinend uns wiederzufinden. Mal sehen, ob uns das gelingt. Vielleicht im nächsten Part. Bis dann.